Willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire, yeah! So, wir steigen ins Auto und fahren zum nächsten Buchmacherbüro, denn wir sind ja im Fall ein abgekatertes Spiel. Der Boxer hat dann seinen Kampf gewonnen, obwohl der Manager und so gegen ihn gewettet haben. Also er hätte verlieren sollen und er hat trotzdem gewonnen und seine Tussi hat auf ihn gewettet in mehreren Büros und die geht jetzt gerade das Geld einsammeln. Nein, das machen wir nicht. Hatte ich zuerst vor, aber ich will den Fall jetzt abschließen. Ich habe jetzt auch wieder länger nicht gespielt, das tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen verwirrt bin an manchen Stellen. Ja, aber nun gut, so, mal gucken. In zwei Büros war sie schon. Wir haben sie beschattet. Und mal gucken. Achso, genau, sie ist mit dem Taxi ja dahin gefahren. Buchmacherbüro. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Don't get too close. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Okay, gut. Ja, gut. Oh, 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 Kollege. Great idea, Cole. Das war dumm. Warum habe ich gedrückt? Ich wollte eigentlich nur hupen. Ja gut, ich habe wie gesagt länger nicht mehr gespielt. Ich wusste jetzt nicht die Tasten. Egal, scheiß drauf, wir sind jetzt direkt wieder hier. Habe ich dir außersehen die Sirene angemacht? Das war natürlich noch nicht so geplant. Das sollte man unterlassen, wenn man jemand verfolgt. Oh, Kollege. So, die wird dann natürlich auch verreisen. Also wir haben Hinweise, dass sie abhauen will, nachdem sie das Geld hat. Wahrscheinlich mit dem Boxer. Und diese Schlägertypen oder der Anwalt, keine Ahnung, der Anwalt, der Manager, der hat ja schon, der war ja schon bei der Frau und hat er die geschlagen? Ja, ich glaube schon. Und der sucht den auch. Wir haben den noch gar nicht gesehen, den Boxer, außer in der Videosequenz am Anfang, wo er abgehauen ist, aber keine Ahnung, da steckt, wahrscheinlich führt die uns zu dem. Mehr gibt es eigentlich in dem Fall nicht, finde ich. Also, was noch sein könnte. Ist ja eigentlich im Moment ganz klar. Also, so lang kann der Fall auch nicht gehen. Ja. That's it. We're spotted. Back off. Was? Back off. Gar nicht. Hä? What the fuck? Warum sagt er das? Der Fall ist doch noch gar nicht gescheitert. Komischer Typ. So, ich warte mal hier. Na gut, das kann jetzt wieder lange dauern. Keine Ahnung, wo der hin will. Also das Taxi. Mit der Tussi. Weiß jetzt gar nicht so, was wir an Hinweisen haben. Ja, ja, ich weiß, wo die ist, die Person. That bitch has given me what I'm owed. That's all I know. Die Schlampe, eiskalt. Ja gut, rauer Ton. Ist natürlich klar. God damn it. Muss sein. Everyone's looking at us, Cole. Ich bin zu nah dran. Es macht aber irgendwie keinen Sinn. Ein Polizeiauto fährt neben mir vorbei, aber wir dürfen nicht so nah ran. Woher will die das wissen, dass wir das sind? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, der hält. Ah, ne. Doch. Doch. Pull over. He's heading inside. Okay. Untersuchen? Was heißt jetzt untersuchen? Ich schaff mich. Ah, da hinten geht's eh. Ich laufe hier einfach hinterher. Oder der Boxer ist da irgendwo, weil die trifft sich bestimmt mit dem. Wir setzen uns einfach mal hin. Was heißt untersuchen? Ich folge dir einfach mal. What the fuck? Was war das?
Call an ambulance. Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split? He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Eieiei. Okay, das war ekelhaft. Dann gucken wir mal, was wir hier für Hinweise haben. Da ist die wahrscheinlich die Tatwaffe. Ja. Untersuchen. Und? 32 Caliber. One shot fired. Ein Schuss abgefeuert, okay. Ja gut, der hat ja gereicht. Um die zu töten. So, die Handtasche von ihr. Aha. Eine Eintrittskarte. The Egyptian Theater. Ah, Kinokarte. Okay, sollen wir überprüfen, warum? Wir haben doch schon mal so eine Karte gefunden. Ich weiß aber nicht, was für eine. Wie? Sonst nichts da drin? Okay. So, okay, das war schon. The theater, I guess. We don't have much else to go on. Ja. Wir gucken nochmal hier raus. Sagen wir kurz zur Leiche. Gibt's da irgendwas Besonderes? Nö. Okay, gut, dann zum Theater. Wir lassen die einfach hier so zurück. Alles klar, hier sind wir fertig. Alles Kinobesuch von Albert Hammond. Moment, war das jetzt sein? Ja, das war die Tasche von der Frau natürlich. Wo ist unser Auto? Komm, wir gehen ganz normal raus. Da, wo wir reingekommen sind. Ah, da ist ja schon ein Kollege. So, da hinten, ja. Da hinten ist unser Auto. Gut, gut. Die Frau ist tot. Dann müssen wir uns auf die Jagd machen. Kollege, beeil dich mal. Danke. So. Fix zum Theater. Mal schauen, ob er da ist. Aber was soll der da? Nur weil da eine Kinokarte drin ist. Ach, das ist direkt hier, lässig. Wow, 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 wow. Ja, ja, ich fahr wieder einfach. Kollege. Son of a bitch. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. Revolver appears to have belonged to the victim. KGB out there. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Oh, okay. Abgestochen. Jetzt von Hammond oder was? Oder doch von... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er es nicht war. Sondern... So der Manager oder so. Why'd you kill us, Carlos? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Aha, da reden welche. Wo sind die? Keine Ahnung, wo die Stimmen herkamen. Ah. She stole those betting slips. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up. Just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid. You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere. Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost the fight, it wasn't for lack of trying. And it wasn't for lack of courage. I didn't have much. But I had that.
I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck. Candy did it to make your dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money, all I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nein, jetzt haut er ab. Oh, da sind noch welche. Wo? Scheiße. Der zieht wieder nicht automatisch. Okay, den haben wir nicht, oder? Da, achso, der ist da oben irgendwo. What the fuck? Ich glaube, der schießt hier mit schwerem Geschütz. Na komm. Komm raus. Er haut wieder ab. Wie komme ich da hoch? Der kommt bestimmt hier raus. Sieht so aus, ne? Scheiße, haut ab! Fuck! Wo bin ich? Wie komme ich da hoch? Steck mal deine Waffe weg. Der ist weg. Alter! Was soll ich denn da machen, wenn der nicht läuft? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Steck mal deine Waffe weg. Danke. Wo muss ich denn lang? Ah, der ist wieder da anscheinend. Nur ich weiß halt nicht. Wo? Wo ist denn der? Ah, da! Okay, wir haben ihn. Oder einen halt. Ah ne, das war er. Alter, dumm angestellt. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. Yaskanya sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! I'm hearing rumors of a fight that was fixed, of gangsters looking to get square, that LAPD cops might be involved. Either of you two sons of bitches know anything about that? No, sir. So, the dead wop who turned up in this theater, who used to be a boxing manager, who murdered Candy Edwards, has nothing to do with the fix? Absolutely not. Earl? You're doing venereal disease citations until you can learn to stop lying to me. Phelps, got anything to add? No, sir. Get your uniform from your locker. You're back on the street. What the fuck? Sind wir jetzt wieder Streifendienst? Was zum... Alter, okay, verstehe ich nicht, warum. Nur ein Stern? Unbürgerlich. Warum? Verstehe ich nicht. Candy ist auf dem Weg ins Leichenschauhaus. Es gibt also keine zweite Chance, um ihre ganze Geschichte zu erfahren. Hä? Wir haben 11 Hinweise gefunden, eine Frage nur richtig. Aber warum nur ein Stern? War das jetzt ein anderes Ende, hätten wir das echt besser abschließen können. Keine Ahnung, wir gucken jetzt einfach mal, aber wir gucken uns jetzt erst die Videosequenz an. Im nächsten Part machen wir erst den nächsten Fall. Aber wir gucken erstmal, was wir da so haben. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine.
Don't say anything, Roy. Just get over there. Okay, gut, anscheinend dürfen wir doch. Ja, wir sind noch bei der Sitte. Keine Ahnung, was er das gesollt hat. Gesollt hat? Ja. Okay. Na gut, wir haben den Fall abgeschlossen. Fertig. Nächster Fall heißt die nackte Stadt, aber wir kümmern uns im nächsten Part darum, wie gesagt. Wir haben jetzt zunächst, wir müssen erstmal zum Tatort. Morphium ist unser Hinweis. Gerichtsmediziner fand Zeich von Gewalt voll verabreichter Morphium-Überdosis. Okay, gut. Na gut, dann freue ich mich auf den nächsten Fall im nächsten Part und würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.